Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir verlassen jetzt die Zuflucht. Wir müssen Waffen testen. Und ich hoffe, wir können diese eine Mission mit Auftragskiller für Baron, dass wir die nicht machen. Stadtzentrum. Alvin Eierkopf verlor das Codegerät während des Angriffs auf das Stadtzentrum. Ich muss hinterher die feindlichen Linien und es wieder herbeschaffen. Nur dann werde ich mich mit einer HK-Einheit verbinden und Skynet-Sicherheitscodes herunterladen können. Pass auf, wir können trotzdem dann gleich diese Waffe, die violette Strahlen schießt, nicht benutzen. Ich hab's so im Urin. So, sieht aber auch so nett, so von der Form her wie so ein... Also wenn man dieses ganze Blinke-Blink und gerade Kanten, dann sieht's aus wie so ein M4 oder sowas. Auf dem I'm here. Good. I marked the location of Max Code Reader and the battery pack on your map. Let me know when you find them. Ja, warte mal. Nehmen wir Stoff. Noch irgendwas bauen. Ach komm. Speichern. Okay, wir spielen quasi das eine Level nochmal. Das, wo wir Alvin damals brauchten. Aber in Dunkelheit. Und voller Feinde. Liegen sie vielleicht weg? Nein, sie bleiben da. Weil ich dann hier geprüft habe, ob man Verbesserungen vielleicht verkaufen kann, weil wir haben so viele Schrottverbesserungen. Obwohl, es sieht jetzt ein bisschen anders aus, oder? Ratten, ich hasse Ratten. War hier links. Lady Rache. War denn Lady Rache? Anscheinend versteckt sich jemand im Gebäude der Innenstadt. Wer sich so weit hinter den Linien aufhält, ist ein Ziel. Ich habe die Aufgabe, Zivilisten sicher aus der Gegend heraus zu eskortieren. Dann machen wir das doch. Okay, wir haben einen Teil wahrscheinlich auch von dieser Map schon gespielt, aber nicht komplett. Im Dunkeln wirkt das geil. Diese Ruinen. Oh, Spinnen. Oh, ein Haufen von diesen kleinen Wichsern. Aber wir müssen weiter hoch. Da werden wir gleich zum Ziel kommen, aber kümmern wir uns erstmal um die Person. Nicht, dass es eine Falle ist. Oh shit! Hallo, ich bin friedlich. Und ich klaue deine Handelsressourcen. Ah, sie denkt wahrscheinlich, dass ich nicht zu ihr gehöre. Dass ich ein böser Mensch bin oder ein böser Terminator. Also eine Person muss auch übervorsichtig sein, wenn sie hinter der feindlichen Linie ist. Oh, cooles Dach. Oh, klau mal das ganze Essen von ihr. Hinter der Bar. Komm mal gar nicht hinter. Lag noch was.
No, wait! You shouldn't be here. Skynet's right around the corner. Yeah? Show me a corner Skynet's not around. You can leave now, because I'm not opening this door for anyone or anything. I'm just here to help. You want to help me? Fine. Go to my hideout at the metro station and bring back my transmitter. Then you'll help me. All right, I can do that. Na, die Tür wird aber niemanden aufhalten. Dann holen wir auch nochmal die Transmitter, ne? Am Arsch der Welt. Im Hauptziel warte ich nochmal. Ey, was dickst du denn so rum, Soldat? Oh. Schau mal an. Ja, was passiert denn da bloß? Wenn ich so ein schlechter Schütze wäre, ne? Bin ich schon alle tot, ey. Ich bin ein super schlechter Schütze. Müssen wir da überhaupt lang? Ach, geht schon so in die Richtung. Werden hier schon bestimmt irgendwas bewacht haben. Ja, das hat sich doch mal gelohnt. Diese Kisten gefallen mir. Oh, wir werden reich. Der ruht sich auch gerade aus. Ich nehme mal seinen Stoff weg. Erstmal hier runter. Ganz schön ruhig, dafür, dass wir hinter den feindlichen Linien sind. Shit, jetzt komme ich hier nicht weiter, oder was? Aha. Es geht echt nur... ...95. Jetzt muss er sich wegdrehen. Thank you.
Ja, das Gewehr ist okay. Spenden sind noch links, kommen jetzt aber. Aber hinter der Mauer irgendwie. Terminiert. Ah, die anderen sind hinterm Van. Planlos hinterm Van. Nee. Gesehen, wo ist er? Hä? Das ist meine Mauer. Der steckt da fest. Geht. Macht mehr Schaden als mein anderes Gewehr hier. Das hat jetzt 95 und der hat halt 138. Das andere Gewehr behalte ich trotzdem nochmal für die einfachen Gegner. Das war halt auch noch einer mit dem roten Plasma. Da hätten wir wahrscheinlich jetzt auch die Chance quasi die anderen Roboter quasi zu looten, die wir vergessen haben. Das Gewehr braucht nur einen Scope. Vielleicht müssen wir es doch noch ein bisschen vielleicht noch mit mehr Bums versehen. Mehr Schaden. Oh ja. T-47, mein Freund. Und Helfer. Wir müssen auch wahrscheinlich. Ja, nee, am Arsch. Den habe ich jetzt gar keinen Bock. Der ist jetzt hier runtergekommen. Scheißdreck. Auf den habe ich jetzt gar keinen Bock. Komm mal vielleicht schleichend an den vorbei. Ach, das geht zur Hauptquest. In der falschen Richtung gegangen. Wir kommen später, mein Freund. Wir kommen später, ich laufe weg. Müssen wir erstmal hier runter, oder was? Hier rechts muss es irgendwo lang gehen. Klar, wir hatten definitiv hier einige Sachen aus der anderen Map, aber da es dunkel ist, also ein bisschen abgeändert ist, Leichen noch da liegen von Menschen, die früher nicht da lagen, ist okay. Bin kein Freund davon, aber es ist okay. Damals hat man auch keine Zeit, uns umzuschauen.
Weil normalerweise bin ich kein Freund von recycelten Maps. Aber hier geht's wirklich. Okay, Tür ist schwer. Oh, dafür hatte ich schon einen richtigen Riecher. Ging. Ganz viel Handelsressourcen. Oh ja, das ist das war schick. Elektroteile. Oh, davon kann sich hier Papa wieder ganz viel tolle Munition kaufen. Kurz gucken, dass hier keine Blechdose unten ist. Aber scheint Blechdosen sicher zu sein. Ich bin selbst gehauen. Man sieht es manchmal nicht, wenn man so ganz normal steht, was da noch alles drin ist. Das haben sie auch clever gemacht. Muss man richtig reingucken in die Schränke. Das finde ich cool. Also jede Menge Handelsressourcen hier. Sogar im Herz. Schau an. Zeit zu gehen. Die Haut wurde von unserem abscheulichen Metall... Ach nee, die Haut wurde von seinem abscheulichen Metallschädel gezogen. Gab es jemals ein besseres Zeichen dafür, dass die Zeit gekommen ist, zu gehen? Ich werde mich einfach nicht mit einigen dieser Waffen vertraut machen, die die Soldaten zurückgelassen haben. Damit verschwinde ich von hier. Oh, ein Bild vom Gemüse. Und, Eva. I've got it. You thought you could fool me? I know you're one of those things. You're not getting away, you motherfucker. What? Ich hab's nicht mitgekriegt, was sie gesagt hat. Ich habe ja nochmal geguckt, was hier so rumliegt. Aber sie hat mich beleidigt als Motherfucker. Aber die scheint eine schwierige Person zu sein. Ah, es war eine Falle, Motherfucker. Es war auch zu leicht. Aber keine Blechdosen. Endlich. Also wenn du sie nicht brauchst, komme ich nicht ran. Und ich habe gerade ein Piepen auf dem Ohr. Mann, 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 daran merkt man, dass man alt ist. Scheiße. Kommst du nicht so leicht ran. Gucken wir gleich nochmal von der anderen Seite.
vielleicht noch ein paar mitnehmen. Die sind zum Teil so versteckt. Kriegen wir. Wie gesagt, die kosten Geld und die kann man wieder verkaufen. Wäre ja blöd, einen kriege ich nicht. Vielleicht, nee, komm, die lassen wir mal. Die sehen mir zu kriminell aus. Die sind jetzt versteckt von der anderen Seite. Den kriegen wir. Nicht. Nee. Weit oben. Die haben wir jetzt bekommen. Den auch. Okay. Geht. Geht, 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 geht. Haben wir echt noch einen Haufen von den Dingen mitgenommen. Licht wieder aus. Oh, no, you don't! Stop it! I'm from the Resistance! Stand still! Don't shoot! Ich sehe sie nicht. Ah, shit, your friends are coming for me! You need to hide! Meine Freunde? Ich meine Blechdosen, ne? Oh, danke für die Rohrgranate. Jetzt bin ich hier irgendwo lang gelaufen. Brauchen wir noch gar nicht. Cool. Es lohnt sich immer mal ein bisschen. Das lohnt sich richtig. Das lohnt sich hier gerade richtig. So, sie hat was von meinen Freunden gesagt. Ach, die sind bestimmt bei ihr zu Hause. Die wurde entdeckt, pass auf. Alter, wo geht's denn hier noch lang, ey? Also bei der Map haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Also da muss ich sagen. Ja, wir hatten die Map schon, aber... wir haben noch richtig was rausgemacht. Man, finde ich, nicht negativ auslegen. Finde ich gut. So, härter oder alles erschaffen? Aktivieren. Können wir alles herstellen jetzt. Ist das hell? Aber die Dosengranaten immer mit. Hatte ich schon gesagt, dass sich das hier echt gelohnt hat? Sind wir nur am Einsammeln hier? Oh, fuck you. Ah, ich wette mit euch diesen T-47, den wir am Anfang gesehen haben. Den müssen wir eliminieren. Mit den ganzen Minen vielleicht, die wir gefunden haben. Können wir ihn vielleicht in eine Falle locken? Weiß nicht, ob das klappt. Was meint ihr? Sieht nach einer schlechten Idee aus. Sieht nach einer schlechten Idee aus. Es ist eine schlechte Idee, Heinrich. Mach das nicht! Okay. Konnte nicht widerstehen. So, das heißt... ja, sie ist gleich hier um die Ecke. You won't get me. Fuck! Fuck.
noch einer. Mal kurz gucken. Wie haben sie die gefunden? Fuck. Jesus. Da haben wir das Plasmagewehr. Na gut, sie hat mich auch ganz schön durchbeleidigt. Ich habe alles, was ich brauche. Wenn der Widerstand gar nicht mit diesen Waffen bekämpfen kann, warum kann ich, warum dann nicht ich auch, nicht auch wir? Bah. Wir werden nur lernen müssen, wie wir sie einsetzen. Darüber sollten wir uns jetzt aber nicht den Kopf zerbrechen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Mama kommt nach Hause. Ich wüsste auch nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das so geplant ist, geskriptet ist, dass wir da nichts wirklich falsch gemacht haben. Oder man müsste das nochmal sneaky-mäßig durchspielen, hierher spielen. Dann könnte man es vielleicht schaffen, dass wenn man keinen Alarm auslöst, vielleicht gehen die dann nicht rum. Aber naja. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Aber ich würde so sagen, das ist so ein Skript. So, jetzt haben wir trotzdem noch zwei Punkte offen. Achso, einmal die Codes. Und die Codes. Immer noch die Codes. Ah ja, wo ist der T-47? Der war doch vorhin hier. Cool. Ich bin sogar richtig. Terminatoren legen sowas hin? Ah, sind die Menschen gewesen. Da ich mir aber vorstellen kann, wenn sie das... Wenn sie quasi sie gefunden haben... Entschuldigung, ich wollte was sagen, aber... Mist. Close to the parking lot. Look for a red van. The code reader should be inside. How do you know I'm getting closer? There are still plenty of resistance sensors in the area. I see everything. I'll be your eye in the sky. Great. Boah. Wir lassen die mal, falls wir nochmal überrascht werden. Ah, hier ist irgendwas. Energiezelle. Elektroteile. Roter Van, ach der hier. Ah, Spinnen sind hier reingekommen. Aber ich bin hier einfach drin. Jetzt könnte ja auch noch was drin sein, ne? Gut, dass ich jetzt auf die Idee komme. Code-Lesegerät. Now all I need is the battery. Ja, haben wir. Alvin, I'm halfway there. Well, that's not quite true. Once you get the code reader working, you still have to find an HK to connect to. But don't worry, I'm sure they call them hunter killers just for intimidation.
müsst jetzt wahrscheinlich trotzdem da hinten hin, ne? Richtig? Dich müssen wir da nicht raus, aber ich gehe trotzdem mal da raus. Vielleicht gibt es hier noch was zum Einsammeln. Speicherpunkt. Vielleicht sollte man den Speicherpunkt noch mal nehmen. Oh, können wir vielleicht was zusammenbauen? Jetzt wieder Platz. Naja, ein bisschen. Ah, die Tür ist offen und war nichts. Schau nochmal außen rum. Ach, halt die Fresse, du Ratte. Oder nochmal durch dieses Ganze. Ach komm, wir gehen außen rum. Kein Bock auf das Haftmin-Gebücke. Shit. Gut, jetzt wissen sie, dass ich da bin. Was ist das? Ah, Wichser. Ich weiß nicht, woher es kommt, ne? Oh, ich schnappe aus. Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Alles gewesen sein hier, ne? Idiot. Oh, weiter. Gucken. Ah ja, stimmt. Hier war ja dieser Bunker oder was es da war.
wo wir den Typ gefunden haben. Professor Eierkopf. I've got the code reader working. Good. Now go look for an HK. During the attack, our team heavily damaged an HK tank. That's your safest bet, but be careful. The area is filled with Terminators. If I were you, I'd sneak past them. Was? Vorbeischleichen? Ich? Geh ich doch nicht hin. Drei Dietriche gebraucht, um das da mal zu öffnen. Hier liegt noch was. Oh, speichern und dann noch die Elektroteile mitnehmen. ...150 Meter in die Richtung. Hat er was abgeworfen? Ins Normale? Warte mal ganz kurz. Haben noch so viel Spaß mit diesen Teilen hier, ja? Geht nicht, geht nicht. Kannst ja nicht anbauen. Und Scheiß. Wollte die schön in der Falle locken. Kannst du sie nicht anbringen, das ist doch nicht wahr. Hinter mir, ja, super. Ich sag auch noch hinter mir und ich gehe quasi rückwärts in diese Scheiße rein. Oh, kannst du gar nicht erzählen. Ah, oh, Mann, 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 Mann. Na komm, lad schneller. Lädt jetzt ganz schön lange irgendwie. Jetzt dürfen wir wieder. Da waren noch Elektroteile, die ich liegen lassen habe. Oh. Haben wir noch mehr übersehen. Tja. Ich würde sagen, wir nehmen mal die Granate, wenn die mal schnell. Wenn wir schnell sind, die noch auf dem Haufen. Oh, kommt nicht weit. Heidi ho, ihr Schweine. Okay, und jetzt wechseln wir gleich wieder, damit wir sie nicht verschwenden. Okay. Jetzt müssen wir trotzdem einmal.
kurz gucken. Ne, ist nix. Ja, machen wir. Hacken, hacken, hacken. Now proceed with caution. That's something Baron would say, right? Spinnen. Der war sehr nah. Ah, die Waffe gefällt mir doch langsam. Waffe kriegt mehr Bums, mehr Ladestreifen vielleicht. Mal gucken, ob wir da was Besseres finden. Man sieht auf jeden Fall im Dunkeln, dass es die ohne diese Legierung sind. Die kriegen wir besser durch. Ich finde, am Tag geht das mit dem roten Waffendesign ein bisschen flöten. So. Links könnte irgendwas gewesen sein. Dann gucken wir nochmal nach. Oh, 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 oh. Stoff, bisschen Kram, nichts Besonderes. Kommt er schon wieder? Bei uns ist nix. I see a Skynet antenna up ahead. Looks like they set up an outpost here. Should I engage? That's not your main objective, but I'll leave that up to you. Oh. Was ist das für eine? 25V? Plasma 96. Aber das Ding kreist ja quasi um uns. Das nervt. Drehen ihn gleich um. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin unsichtbar. Gar nicht. Kannst du mal versuchen. Scheiße. Fuck, wir müssen weg. Und wir müssen sowas von weg. Oh, ho, ho. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ah. So viel heilen kann man sich doch gar nicht. Können wir einfach mal hier den zuweisen. Wir brauchen jetzt mal ein bisschen mehr Heilpower. Läuft.
Machen wir das große Paket. Dann nehmen wir erstmal wieder die kleinen. Wo war deine Knifte, mein Freund? Du hattest irgendwie zwei Kniften. Ach, der lebt ja noch. Ich mag diese Waffe. Falls ich es noch nicht gesagt habe, ich mag diese Waffe. So. Oh, hacken. Wir haben ja schon ewig nicht mehr gehackt, hä? Fuck you. Fuck you. Fuck you. Geht doch. Da oben. Ist das was? Nee. Ich dachte, das wäre eine Blechdose. Oh, jetzt haben wir links ein Ziel, Nebenziel. Was ist denn da noch? Ein Nebenziel. Mission. Skynet Außenposten. Ich muss das Hauptquartier. Bla bla bla. Bla bla bla. Hacken. Okay, dann machen wir das doch. Und. Ah, hi, Jungs! Ah, diese Kamera, dass wir da was sehen, das ist sehr kurz. Ich mag das Gewehr, ich mag das Gewehr. Dies ist meins Gewehr. Oh, der hat mich erwischt, mich erwischt. Alter, ich dachte, ich hab's erwischt. Das waren zwei. Das sieht nach einem Flamerboy aus. Alter! Heil dich mal ganz kurz. Er war auch sehr motiviert. Oh, ich werde irgendwie unvorsichtig mit der Knarre. Nee, das nehmen wir nicht mit. Alte Gammelwaffen wollen wir nicht. So, und wir sind auch fast da. Da ist auch wieder irgendwas. Ja, wir hätten sie wahrscheinlich einfacher eliminieren können. Mit dem Plasmaturm. Kriegen es langsam hin. Oh, hier sind aber ganz schön viele Truppen runtergekommen. Wo geht's da hin? Nirgendwo. Was? Ach so. Das ist ein Ausgang. Hätte man nicht einfach früher hinschreiben können, dies ist ein Ausgang. Nee, ich wollte die Taste. Okay. Na gut, war ja eigentlich quasi gut bewacht da mit diesen... Ah. Es ist noch gut bewacht. Ups, ich wollte eigentlich die Taste. Und wir haben da noch reichlich Spaß.
Ach, wollte ich gar nicht. Geh weg. Hi, Kumpel. Das sind überall Türme. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ich bin unsichtbar. Ich bin unsichtbar. Ich bin unsichtbar. Du siehst mich nicht. Hat er mich? Schwer. Das ist wirklich schwer. So, man kriegt einfach ein bisschen Schaden, dann kann man weiter hacken. Nein! Wir waren so nah dran! Scheiße! Ah. Ey, was denn? Einmal noch, komm. Ach, jetzt müssen wir von vorne wieder anfangen. Ah. Oh, ist ein anderes. Das ist machbarer. Oh, Gott sei Dank. So. Plan. Ich habe keinen Plan. Aber vielleicht können wir die Blechdosen... Noch ein Raketenwerfer, ne? Raketenwerfer. Oh, nicht so viel Schuss. Wir müssen es dafür verschwenden. Ja. Und verschwendet. Hahaha. Komm und hol mich. Ja, das sieht nicht. Bringt auch Freunde mit. Na los, Türmchen. Ah, die kommen näher. Ich muss eingreifen. Das ist der schlechteste Turm-Motherfucker. Oh! Einer noch da? Einer ist... Sind alle da! Oh! Alter! Das war ja... Heil nicht vergessen! Also wir haben hier die ganze Basis geweckt. Alter, du bist echt mein Freund. Ich wusste gar nicht, dass hinter dir ein Eingang ist. Das habe ich gar nicht gecheckt. Ich bin jetzt dümmer als die Terminatoren hier. Boah, du bist ein guter Freund. Da waren auch gute dabei. Boah, das war echt ein Ding. Okay, haben wir. Jetzt haben wir quasi schon alle rausgeschickt, ne? Ah, ne, andersrum da. Was ist denn vor einer T-800? Weißt du was?
Oh. Es hat ja geklappt. Immer volle Elle einer auf die Nuss zu geben. Einer läuft da noch rum. Aber vielleicht kommen wir auch ohne weitere Zerstörung weiter. Da habe ich gerade geschlafen, da war ich schon im Koma. Schlafkoma. Ich dachte, hier geht's zum Labor. Ich habe mich geirrt. Da ging's nicht hin. Gibt's da bestimmt irgendwie einen Skynet-Computer, den wir quasi auf unsere Seite bringen können, ne? Ah, er sieht mich. Na dann. Rausmarschiert. Wo ist der Computer? Das ist keine Computer. Das war knapp. So, jetzt müssen wir ja auch hier alles terminiert haben langsam. Oh, ich hätte einfach nur hier weiter runtergehen müssen. Quasi links. Alles schon richtig gemacht. Wachposten oder? Irgendwo läuft noch einer rum. Kommt zu uns. Oder? Bin mir nicht sicher. Nicht leicht diesmal. Ich dachte, wir sind hier gleich in 5 Minuten durch. Sorry, wenn es diesmal... Ach du Scheiße. Die Aufnahme geht mir eindeutig zu lang. Aber wir wollen das jetzt hier noch schnell fertig kriegen, ja. Ah, guck mal. Ach nein. Gag oder was? Es ist... Man kann wirklich hier alles irgendwie umgehen. Man muss nur die Augen aufhalten, nicht so wie ich. Der hier alles zerstört. Den nur mal kurz, damit ich den Hauptcomputer in Ruhe hacken kann. Nicht, dass ich hier von hinten noch gekillt werde. Ach, leck mich.
Und nicht wundern, das Fluchen gehört dazu. So. Mal kurz gucken, dass wir auch ja wirklich hier nichts übersehen haben. Hier war was mit T-800. T-800 schrecklich. Sehe aber keinen. Ah, hier ist der Computer. Ups. Schwer. Oh Gott. Durch. Ah, krieg ich Schaden, ist mir Wumpe. Ey. Das war leichter. Ah, du beschützt mich. Another outpost destroyed. Affirmative. Did I use that correctly? Ich habe jetzt aber kein Speichersymbol gesehen. Aber ganz ehrlich, ich würde jetzt gerne mal langsam aufhören, weil ich habe Hunger. Mein Rebellenmagen knurrt. Aber er hat nicht gespeichert, ne? Da müssen wir echt dahin laufen zum Speicherpunkt. Gut, dann laufe ich da jetzt hin. Ich beende hier die Aufnahme. Die 5 Meter zum Speicherpunkt kann ich auch ohne gehen. Da wird aber nichts passieren hier. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr es noch nicht getan habt, unterstützt den Widerstand mit einem Abo. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.